Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir in der Baby-Edition. Das heißt, ich habe einige leere Verpackungen für euch aufbewahrt, die wir jetzt benutzt haben in der Zeit. Und ich wollte euch einfach mal die Produkte kurz zeigen und einfach mal meine Meinung sagen. Wie sind sie so gewesen? Würden wir sie nochmal kaufen oder würden wir sie nicht nochmal kaufen? Ich habe jetzt nicht alles aufbewahrt, sondern nur so ein paar Sachen. Und ja, ich hoffe einfach, euch gefällt's. Wenn ihr nochmal so ein Teil wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich das auf jeden Fall gerne nochmal weiter. Die Sachen aufzubewahren ist ja einfach kein Problem. Und dann mache ich das gerne nochmal für euch. Denn ja, die Babyzeit geht weiter. Und ich denke, da kommen noch einige Produkte auf uns zu. Und einige Produkte sind auch noch gar nicht leer geworden in den ersten 5 Monaten jetzt. Das heißt, die folgen auf jeden Fall auch noch. Aber jetzt folgt erstmal das, was ich hier liegen habe. Und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, ganz am Anfang, mit Windeln Größe 1. Die hier sind jetzt von Rossmann. Baby Dream Rossmann Größe 1. Die Newborn Windeln von 2 bis 5 Kilo. Ich muss wirklich sagen, die sind top. Die haben wir nur benutzt. Ich hatte ganz am Anfang eine Packung Pampers noch in Größe 1. Die waren auch sehr gut, aber die sind öfters ausgelaufen. Und diese... Nichts, wirklich. Diese Windeln sind einfach der Hammer, wirklich. Egal ob Größe 1, Größe 2, Größe 3, Größe 4 haben wir noch nicht getragen. Aber wir haben jetzt bis jetzt immer nur diese Baby Dream Windeln und ich bin wirklich mehr als begeistert. Die laufen nicht aus, egal wie voll die sind, die laufen nicht aus. Die sind super weich drin, die Kleine hat keinen wunden Popo oder so bekommen. Und ich finde, sie halten auch sehr, sehr lange dicht. Also über Nacht halten die auch. Gar kein Problem. Und was ich auch praktisch finde, ist hier dieser kleine Streifen hier vorne, dieser gelbe. Der verfärbt sich eben blau, wenn Urin drin ist. Also klar, eigentlich sieht man es auch, wenn Urin drin ist. Aber auch so gar nicht so schlecht. Ja, das haben die irgendwie von Pampers, glaube ich, abgeguckt. Pampers hat damit, glaube ich, damals angefangen. Aber wie gesagt, die hatten wir jetzt in Größe 1. Auch nur, außer eben das eine Paket Pampers, was ich geschenkt bekommen habe. Dann in Größe 2 und jetzt in Größe 3 haben wir nur diese Baby Dream Windeln und sind wirklich sehr begeistert. Ich kaufe auch gar keinen Pampers mehr, weil zum Beispiel, das können wir auch direkt weitermachen, habe ich hier total viel Geld für diese Pure Protection ausgegeben. Größe 3. Die Packung kostet, glaube ich, 8 Euro. Da sind 22 Windeln drin. Und wir waren so enttäuscht. Also wir waren mehr als enttäuscht. Die sind total ausgelaufen. Die haben überhaupt nicht dicht gehalten. Also in der Nacht und so. Die sind immer ausgelaufen. Und die haben einfach extrem gestunken. Und irgendwie ein besseres Gefühl habe ich auch nicht gehabt. Also hochwertige Baumwolle und so. Es hört sich ja alles gut an. Aber ich bin echt nicht überzeugt gewesen. Dann auch noch der teure Preis. Die werden wir auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Beziehungsweise haben wir sie auch nicht mehr gekauft. Ja, da sind wir auch einfach absolut nicht überzeugt von. Und sobald da einmal Pipi drin ist, stinken die extrem nach Urin. Das hat Rossmann zum Beispiel auch nicht. Ja, also auch von den ganz normalen Pampers Größe 2 waren wir auch gar nicht begeistert. Da habe ich extra auch ein Paket gekauft. Diese hellblauen, diese neuen. Ich glaube, die kennt ihr auch. Da habe ich jetzt gar keine Verpackung da. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die sind auch so schlecht gewesen. Ich habe es so bereut, dass ich direkt eine große Packung gekauft habe. Ja, weil die sind auch nur ausgelaufen und haben extrem nach Urin gestunken. Ja, machen wir weiter mit Windeln. Wo wir schon bei dem Thema sind. Und zwar... von Butni. Butni ist eine Drogerie hier bei uns. Also Butnikowski heißt das. Das sieht so aus. Das gibt es hier bei uns im Norden. Ich weiß nicht, ob es das bei euch unten auch gibt. Ich glaube, ich habe mal auf Instagram gefragt. Und eigentlich ist es, glaube ich, nur oben in Schleswig-Holstein vertreten. Ihr könnt mir hier gerne in die Kommentare schreiben, ob es das bei euch auch gibt. Aber ich wollte es jetzt auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Vielleicht gucken ja einige aus Schleswig-Holstein zu oder aus Hamburg. Genau, Größe 3, 5 bis 9 Kilo. Und von denen waren wir auch sehr begeistert. Also ich habe die damals in Größe 1 gekauft und Größe 1 war ich richtig enttäuscht. Also Größe 1 ist ausgelaufen, hat auch nicht richtig gepasst. Also das hat irgendwie überall nicht so richtig gepasst, obwohl sie halt nur auch die Größe 1 von Baby Dream getragen hat. Aber diese Pampers von Putney haben in Größe 1 einfach nicht gepasst und sind wie gesagt ausgelaufen. Den habe ich aber nochmal
Größe 3 probiert und Größe 3 hat jetzt wirklich super geklappt. Also die sind nicht ausgelaufen, die stinken nicht, das war bei Größe 1 auch nicht. Also gestunken haben sie nie, aber ja, wie gesagt, sind sie ausgelaufen. Aber diese Größe 3 absolut nicht ausgelaufen, nicht gestunken, gar keine Probleme und ja, sehen auch süß aus. Also ich muss wirklich sagen, hier mit diesen Punkten und so auf der Rückseite, sehen sehr süß aus. Kann ich auf jeden Fall auch nur weiterempfehlen, falls ihr den Laden bei euch habt. Da kann ich euch auch die Wickelunterlagen empfehlen. Wickelunterlagen ist es so, die kaufe ich überall. Die kaufe ich bei Butni, die kaufe ich bei Rossmann, die kaufe ich bei DM und die sind überall gleich. Also da habe ich noch gar keine Probleme gehabt. Die sind alle saugstark. Da ist noch nie irgendwas passiert, das irgendwie durchgegangen ist oder so. Und ja, die kann ich euch überall empfehlen. Und da habe ich jetzt hier, wie gesagt, die Butni einmal aufgebraucht. Aber auch die von Rossmann etc., die könnt ihr alle kaufen. Die ist alle gut. Ja, bleiben wir bei Butni. Da gibt es hier diese Baby-Wattepads in dieser Verpackung. Auch die könnt ihr von Rossmann und so kaufen. Bei Rossmann sehen die so aus. Die bei Butni sind etwas teurer, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die bei Rossmann sind relativ günstig. Aber beide auch wieder gleich. Also das sind halt diese Wattepads, damit mache ich der Kleinen den Popo sauber. Das heißt, ich kann euch jetzt auch keine Feuchttücher zeigen, beziehungsweise werde ich euch das im nächsten Teil zeigen, weil ich habe Feuchttücher im Gebrauch, die sind auch noch nicht leer. Das heißt, wenn ihr wirklich einen zweiten Teil wollt, schreibt es gerne in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben. Da kommen dann auch Feuchttücher. Und da muss ich euch wirklich unbedingt was zeigen, weil da bin ich mega enttäuscht. Aber erstmal jetzt die Wattepads, damit mache ich, wie gesagt, der Kleinen zu Hause den Popo sauber. Und da bin ich wirklich von allen überzeugt. Also das sind halt einfach Wattepads, die sind schön dick, die saugen gutes Wasser auf, mit dem ich sauber mache. Und genau, die kann ich also auch alle von allen Marken weiterempfehlen. Da hatte ich auch schon DM und so. Die sind alle super, super gut. So, dann das letzte Paket Windeln und zwar von Hip. Ja, die Hip-Windeln sind ja ganz, ganz neu am Start dabei. Und sind, glaube ich, kurz nach Lias Geburt rausgekommen oder so. Auf jeden Fall sind sie neu und viele erwarten immer ein Update von diesen Windeln. Ich habe euch schon auf Instagram ein paar Mal was erzählt und auch hier auf YouTube habe ich euch mal was erzählt. Ja, diese Windeln, ich kaufe sie nicht nochmal neu. Einfach aus dem Grund, weil sie nichts Besonderes sind. Also sie sind einfach teurer als jetzt zum Beispiel die von Rossmann und können nichts anderes. Und dann entscheide ich mich doch lieber für die günstigere Variante. Sie sehen nicht besser aus vom Design her, sie sind nicht weicher, sie halten nicht länger dicht, sie stinken nicht weniger. Also diese Hip-Windeln sind genauso wie die von Rossmann. Da merken wir überhaupt gar keinen Unterschied. Diese Windeln nur, was die halt haben, ich weiß nicht, ob ihr das braucht, aber da steht vorne halt überall drauf, wie man das machen soll. Also hier zum Beispiel steht vorne, hinten drauf steht hinten und dann ja, steht halt überall drauf. Also es ist wirklich eine Windel für Dumme. Hat der Kinderarzt auch zu mir gesagt, als er die Kleine ausgepackt hat. Da kann man nichts mehr falsch machen, weil vorne steht wirklich auf Deutsch und auf Englisch vorne, dann steht noch hinten, dann steht drauf, wie man das alles machen muss. Also das ist eine Windel für wirklich Dumme. Aber sonst können sie halt nichts anderes. Also es ist kein großer Unterschied jetzt zu den, oder gar kein Unterschied zu den Rossmann-Windeln und dementsprechend bin ich einfach dafür, dass wir die anderen kaufen. Also die günstigeren von Rossmann, weil die einfach genau das gleiche tun. Klar, die halten dicht, die passen perfekt, sind auch super weich. Also wenn man die anfasst, sie sind super weich, das muss man wirklich sagen, heißen ja auch extrem weiche Windeln. Aber sonst wirklich gar kein Unterschied zu den anderen und dementsprechend kein Kaufgrund für mich. Aber schlecht sind sie nicht, also das muss ich wirklich sagen. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil, was ich hier für euch vorbereitet habe. Und zwar Stilleinlagen von Rossmann. Stilleinlagen, ich muss wirklich sagen, ich habe so viel Stilleinlagen gekauft, weil ich dachte, die brauchst du auf jeden Fall. Das ist jetzt die erste Packung, die ich leer gemacht habe in 5 Monaten, weil ich waschbare Stilleinlagen habe und mit denen mehr als zufrieden bin. Also waschbare Stilleinlagen haben mehr, wirklich. Aber die zeige ich euch irgendwann anderes nochmal.
Erstmal geht es um diese Stilleinlagen. Wie gesagt, die sind von Rossmann. Die ganz normalen weißen, die gibt es auch in schwarz. Die schwarzen habe ich noch nicht getestet. Vielleicht ist es das nächste Mal soweit. Dann gebe ich euch da auch auf jeden Fall noch ein Feedback. Aber erstmal die weißen, das sind auch nicht die Premium, sondern die ganz normalen, die günstigen. Was bei denen ist, sie saugen jetzt gut, sage ich mal. Aber was bei denen das Problem ist, die stinken so schnell nach Milch. Also die kannst du wirklich nicht den ganzen Tag drin haben oder will man ja auch nicht, aber die kannst du nicht so lange drin lassen. Die stinken so schnell nach Milch, dass du wirklich denkst, boah, was stinkt hier so? Und dabei ist es einfach deine Brust sozusagen. Also das finde ich auf jeden Fall mega eklig und das haben die von Lansino zum Beispiel nicht. Also das ist anders. Ich weiß nicht, ob Lansino das besser verarbeitet in der Stilleinlage hier drinne, aber die stinken halt einfach extrem, diese hier. Kann auch in meiner Milch liegen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, die von Lansino, die machen das nicht. Sonst sehr saugstark, sehr günstig. Und das Klebepad, was da drin ist, um die festzukleben, hält auch sehr gut. Das muss ich wirklich sagen. Ja, und das war's dann auch. Das sind alle Produkte, die ich euch zeigen wollte und zeigen konnte. Wie gesagt, es sind einige Sachen in Gebrauch, die ich euch nicht gezeigt habe. Die werde ich euch zeigen fürs nächste Mal. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Das ist, glaube ich, auch für die Leute, die zugucken, sehr interessant. Man scrollt ja doch manchmal durch die Kommentare durch. Und genau. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Genießt das Wetter und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.